So, hier nämlich eine Eibe, eine Junge. Ja, das ist selten, dass die mal so mitten im Bestand stehen. Da hinten steht auch noch, Moment, da noch eine etwas größere, diese da. Theoretisch hätte man natürlich jetzt mit so einer Eibe schon noch einen gewissen Survival nutzen. Also erstens wäre das ein größerer Eibenbestand, dann könnte der Aurillus, also der Samenmantel der Eibe, wenn das denn jetzt hier ein weibliches Exemplar ist und fruktifizieren würde, ist natürlich noch viel zu jung, als Survival-Nahrung dienen. Das heißt, man könnte sich jetzt zum Beispiel, wenn man sich eine Karte anlegen würde, hier jetzt mal markieren, hier gibt es Eibe. Und für ein ganz langfristiges Survival-Szenario irgendwann vielleicht mal wiederkommen oder hier vielleicht sogar eine gewisse Eibenförderung betreiben, damit man dann halt die Eibe dann als Nahrungsquelle nutzen kann. Wichtig, das wissen zwar die meisten, aber ich sage es nochmal sicherheitshalber dazu, nur der rote Samenmantel der Eibe ist nicht giftig. Alles andere an dem Ding ist extrem giftig, sogar ziemlich tödlich. Und damit sind wir auch bei der zweiten potenziellen Anwendung für die Eibe. Sie soll nämlich auch schon eben als Waffengift verwendet worden sein, historisch, dass man damit Pfeile, Dolche, Speere, was auch immer, entsprechend mit Eibenkonzentrat eingeschmiert hat. Wie kriegt man Eibenkonzentrat? Ganz viele Nadeln in den Topf schmeißen, ein bisschen Wasser dazu, alles einkochen und das ganze Resultat dürfte dann ziemlich giftig sein. Taxin, das Gift der Eibe, ist nicht hitzeempfindlich. Das heißt, das geht. Ne? So, ja, und dann hätte man halt was, was man sich auf beliebige Waffe schmieren kann, was dann nachträglich nach einer Verwundung langsam gegebenenfalls zu einem sehr schlechten Gesundheitszustand oder zum Tode führen könnte. Natürlich nur theoretisch und wahrscheinlich wird dieses Video jetzt gesperrt, weil ich solche bösen Tipps gebe. In welchem Szenario das allerdings für irgendwas gut sein soll, da müsste man sich jetzt schon was ganz Ausgefallenes in Anführungszeichen einfallen lassen, beziehungsweise Sachen, die in eine Richtung gehen, in die ich nicht unbedingt denken möchte, weil als Jagd, Möglichkeit macht das keinen Sinn, weil vergiftetes Tier, das man hinterher essen möchte, ist immer noch vergiftet. Und da das Zeug ja hitzestabil ist, bringt Braten auch nichts. Wenn du also ein Reh mit Eibe killst, da ist die Frage im Übrigen, ob man das überhaupt kann, weil Rehe können Eibe essen, ohne dass denen was ausmacht. Das heißt, ist die Frage, inwiefern ein Eibengift auf einem Speer dem Reh noch zusätzlich zusetzt. Der Speer allein dürfte im Übrigen sowieso reichen. Ja, also als Jagdgift. Völlig sinnlos und ja, alles andere, da denken wir jetzt nicht drüber nach. Ja, dann hier noch schnell aus der Kategorie Tierspuren. Hier war der Specht. Ne? Auch das ist eine Tierspur. Die Aufgabe war nicht so konkret gestellt, dass ich daraus jetzt lesen konnte, ob nur Pfoten, also Huf- oder Pfotenabdrücke gemeint sind oder auch alle anderen Formen von Spuren, die Tiere hinterlassen. Das hier ist jedenfalls definitiv auch eine, nämlich eben massiver Spechtbefall, der den kompletten Stumpf hier eben entsprechend zerlegt hat. Der ist nicht sehr hoch, aber dafür sehr, sehr zerlegt. Ja, also das wäre sicherlich, aus meiner Sicht ist das auch eine Tierspur. So, hier noch die Allerwelts-Survival-Pflanze Sauerklee, der zumindest so gehandelt wird. Die ist jetzt schon ein bisschen älter, deswegen möchte ich eigentlich nicht unbedingt essen. Ne? Kategorie kann man essen, aber es schmeckt beschissen. Im Übrigen, es ist sinnlos, das Zeug zu futtern. Da ist mini-mäßig ein kleines bisschen Vitamin C drin. Also nicht so, dass es in irgendeiner Form einen Unterschied machen würde. Es gibt Leute, die finden die unglaublich lecker. Und gefühlt jeder Depp entdeckt das Zeug im Wald und sagt, oh, Survival Snack, nom 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 nom. Das mit dem Depp ist nicht böse gemeint, wenn sich jetzt jemand persönlich angesprochen fühlt und weist darauf hin. Aber Achtung, nicht zu viel davon essen, da ist Oxalsäure drin und die ist nicht gesund. So, zwei Anmerkungen. Erstens, das Zeug kannst du zwar futtern, aber außer minimale Mengen an Wasser führt dir das nichts zu, was dir irgendwie was bringt. Zweitens, die geringen Mengen, die man davon nur essen darf, ist nicht etwa eine Handvoll, sondern ungefähr eine ganze Salatschüssel. Ja,
Also das ist harmlos. So viel willst du davon nicht essen, dass du davon zu viel gegessen hast. Des Weiteren Oxalsäure, wenn man davon zu viel zu sich genommen hat, dann will man irgendwann da nicht mehr weiter dran essen. Das Zeug ist dann sauer, das merkst du dann schon. Du merkst dann, dir geht schlecht. Und du wärst schon extrem doof, wenn du nicht einen Zusammenhang mit dem Zeug, was du gerade futterst, schon seit Ewigkeiten in riesigen Mengen und deinem Gesundheitszustand in dieser Situation dann herstellen würdest. Deswegen nur gegen Mengen, nur maximal eine Handvoll und so weiter und so fort. Ich halte das für ziemlich übertriebene Vorsicht. So, dann habe ich noch was anderes Essbares gefunden. Hier haben wir einen Zapfen von der guten Fichte. Und ich nehme jetzt ausnahmsweise hier mal mein Notfallersatzmesser, weil das andere liegt beim Rucksack und ich bin zu faul zum Laufen. Das würde jetzt auch mit meinem regulären Messer funktionieren. Das Zeug kann man jetzt hier so ein bisschen aufschneiden und dann kann man hier suchen in dem Schnitt quasi, ob da nicht noch vielleicht eventuell irgendwo noch ein paar Samen drin sind, die man sich rauspulen kann. Der hier ist aber leider komplett leer. Da gibt es nichts mehr zu holen. Und das ist leider der Regelfall, dass die Fichtenzapfen, die man am Boden findet, meistens bereits leer sind. Weil die Samen fliegen raus, wenn der Zapfen noch oben am Baum ist. Die haben ja nichts davon, wenn sie am Boden liegen und sich dann aus dem Zapfen lösen. Dann können sie keine Strecke mehr zurücklegen. Wenn sie hingegen vom oben hängenden Zapfen schon rausgelassen werden, dann, die haben ja auch so ein leichtes Flughäutchen, dann können sie eine vergleichsweise große Distanz zurücklegen und deswegen haben die kein Interesse dran, am Boden zu landen. Es wird dann der leere Zapfen im Regelfall abgeworfen. Deswegen muss man schon sehr, sehr viel Glück haben, um im Boden liegenden Fichtenzapfen noch einzelne Fichtensamen zu finden. Und selbst wenn, dann muss man sagen, ist der Aufwand, den man hat, um die da alle rauszuschnibbeln und rauszupicken, so groß. Das geht in den Bereich, bevor du verhungerst, kannst du damit mal anfangen, wenn du ohnehin schon energiesparend in der Ecke hockst, ja, und nur noch versuchst, irgendwie nicht zu verhungern, dann kannst du auch anfangen, Fichtenzapfen aufzupicken und Fichtensamen zu mampfen. Aber vorher würde ich mich irgendwie versuchen, noch anderweitig zu ernähren. Wobei das Thema Ernährung im Winter, wenn man keine Vorräte hat, ist es extrem schwierig. Man muss schon ein dicker Mensch sein, um durch den Winter zu kommen. Ja, wenn es jetzt so ein milder Winter ist wie der bisherige, dann mag das vielleicht noch gehen. Bei einem richtig krassen Winter, da hat man eigentlich dann fast keine Chance mehr ohne Vorräte. Und ohne keine Möglichkeit, nennenswert Tiere zu erlegen. Ja, weil man es nicht kann, im Regelfall. Außer man kann es halt eben doch, aber ja, dann herzlichen Glückwunsch. Also Jäger sind da klar im Vorteil. Das sind so die einzigen Leute, die, also wirklich praktizierende Jäger, die A, das Material daheim rumliegen haben und B, das Know-how haben, um tatsächlich einen Winter survivalmäßig nach einem Zusammenbruch der Zivilisation überstehen zu können, ohne dass sie daheim noch jede Menge Vorräte gebunkert haben. Für uns andere, am besten ist es daheim Vorräte zu bunkern, dann kommt man auch durch den Winter, ohne viel Zeit in das Jagdwesen investiert zu haben. Ja, aber mit pflanzlicher Notnahrung wird ganz, ganz schwierig und Käferchen fressen, das geht auch nur bis zum gewissen Grad. Allzu viele davon findet man nämlich auch nicht im Winter im Wald. So, jetzt wird mir kalt, ich muss mein Jäckchen wieder anziehen und dann gucke ich, dass ich auch weiterkomme. So, hier hätten wir dann auch wieder eine interessante Ressource gefunden, gleich mehrere. Bin gerade eben wieder weitergelaufen und schon was gefunden. Und zwar liegt hier eine wunderbare, super lange Brombeerranke. Nach dahin dann immer verjüngend. Wenn ich jetzt zum Beispiel verzweifelt auf der Suche nach Bandmaterial wäre, dann wäre jetzt so eine super lange Brombeerranke durchaus eine Option. Das Zeug kann man nämlich sehr wohl als Bandmaterial verwenden. Nur ist der Aufwand und der Zeitaufwand vor allen Dingen, und gerade wenn man das Ganze eben risikofrei, verletzungsarm abziehen möchte, um die ganzen Stacheln da abzubekommen, sehr, sehr groß. Ne? Aber hat man die ganzen Stacheln dann tatsächlich mal wirklich fein säuberlich in feinster Kleinarbeit, das ging auch mit meiner Mini-Klinge, da abgepopelt,
dann hat man da schon Optionen, ne? Damit wirklich ein bisschen was festzuknoten. So, hier noch was Schönes, nämlich frisch gefällt Douglasie mit so schönen Spänen, die natürlich als Anfeuerholz hervorragend geeignet wären. Nicht nur wären, sondern sind. Und deswegen würde ich mir hier tatsächlich, hoppala, oh, sorry, ach, das ist immer dieses billige Deppenzepter, ich habe mein Gutes nicht gefunden. Hier würde ich mir tatsächlich dann ein bisschen davon jetzt auch noch gleich sammeln, mache ich gleich auch auf Kamera, um ein bisschen Akku zu sparen. Ich sehe nämlich, meine Akkus nehmen ab. Wo transportiere ich das am dümmsten? In der Jackentasche. Ne, in der Innenjackentasche. Obwohl, ach, ich weiß auch noch nicht so genau. Ich lege sie mir erstmal hier hin und stecke sie dann vielleicht auch einfach in den Rucksack. Jedenfalls tolles Anzündmaterial, gerade so fürs Initialfeuer. Ich habe ja noch überhaupt keinen Zunder gefunden, keine einzige Birke bisher. Also null Birkenrinde, Kienspan, bräuchte ich schon Kiefer. Das hier ist nur Douglasie und ich bräuchte, also guckt mal, ihr seht hier die äußerste Schicht, dass die farblich anders aussieht als der Rest hier innen. Das ist kein Zufall, sondern die ist sehr, sehr, sehr hart getränkt. Oh, ich habe es jetzt auch schon gleich an der Pfote. Was man jetzt natürlich machen könnte, wenn man jetzt verzweifelt wäre, wäre so einen dünnen hier und dann einfach da drin wenden, dass der dann zumindest ein bisschen Harz abbekommt und hätte dann ein improvisiertes Streichholz sozusagen. Man müsste es natürlich noch angezündet bekommen. Aber das wäre jetzt schon was ein bisschen helfen könnte, ein Feuer in Gang zu kriegen. Ich bin noch nicht so verzweifelt, dass ich zu solchen Maßnahmen greife. Aber da ich halt kein Werkzeug habe, mit dem ich mir hier wirklich ein Stück Kienspan, wirklich richtigen Kienspan oder kieniges Holz rausbrechen kann, wäre das jetzt derzeit meine einzige Möglichkeit. Auch da hinten, oh ja, da hat es noch ein bisschen Harz rausgedrückt. Also man könnte sich so ein paar Harzspäne wirklich hier zusammenstellen. Ich sammle jetzt noch ein paar normale Späne, vielleicht mache ich mir auch noch zwei, drei harzige. Aber dann geht es wirklich weiter. Beziehungsweise da hinten liegt übrigens die Douglasie, beziehungsweise eine von denen, die hier gefällt worden sind. Ein Großteil davon ist da hinten als großer Holzstapel zu finden. Gut für mich, Ressourcen. Selbstverständlich stehe ich hier auch gerade in wunderbarem Matratzenmaterial. Ich hoffe, sowas dann auch halbwegs in der Nähe von meinem Schlafplatz nochmal ein paar gefällte Nadelbäume zu finden, weil das wäre perfektes Polstermaterial. Ja. Das kann man hier auch entnehmen, ohne dass es jemanden stört und ohne dass es den Baum stört, weil der ist ja schon gefällt. Also das wäre jetzt hier ideal. Da könnte ich mir so viel schnappen, wie ich irgendwie haben möchte und mir ein super bequemes Bettchen, Matratze eben damit bauen. Wäre toll, wenn ich nicht da drüben noch auf den nächsten Berg wollen würde. Und das alles dann langschleppen über die lange Strecke, das schaffe ich zeitlich einfach nicht. Ich brauche da eine nähere Ressourcenquelle. Weiter geht's. So, und hier haben wir jetzt auch den Holunder gefunden. Hier ist er so mittendrin in dem Gestrüpp. Der ist ohnehin tot. Da kann ich mir, glaube ich, ein Stückchen abbrechen. Ja, war noch nicht ganz tot. Okay, aber hat keine Knospen mehr an dem Stück. Von daher nicht so schlimm. So, und hier seht ihr jetzt in der Mitte, das ist weiß. Das ist so eine Art Biostyropor, wenn man möchte. Und die einzelnen Stücke von dem Holunder könnte man jetzt eben mit einem Stößelstock, mit einem dünnen, aus hartem Holz bestehenden Stock, könnte man da das innere Weiß rausstoßen und dann halt eben die hohlen Stängel als Trinkgefäß verwenden, beziehungsweise zum Wassertransportgefäß, irgendwie sowas in die Richtung. Ist eine Heidenarbeit, mir fehlt die Zeit. Ich habe ja heute in gewissen Zeitdruck, dadurch, dass ich ja möglichst viel Zeug in eben meinen 24 Stunden erledigen möchte. Übrigens, da ich ja erst um 11 angefangen habe, ist natürlich auch morgen Vormittag um 11 erst wieder Schluss. Ja? Also was ich jetzt nicht hinkriege, bevor es dunkel wird, das mache ich dann halt morgen früh. Ne? Und ich gedenke, naja, zumindest in der Theorie möchte ich gern, ob das klappt, sehen wir dann, aufstehen bei Sonnenaufgang. Da ist dann zwar sehr kalt, aber wenn ich mich dann auch gleich bewege, dann sollte das eigentlich funktionieren, hoffe ich. Kommt darauf an, wie sehr mich die Nacht
durchgekühlt hat. Ich habe einen Schlafsack, der ist warm genug, das ist nicht das Problem. Das Problem wäre dann höchstens, dass ich mir die Unterlage fehlt, ne? Die vernünftige Matratze. Vielleicht, sehen wir dann. So, hier haben wir die beliebten Haselkätzchen. Oh Gott, die stäuben ja schon. Na scheiße, viel zu früh dran. Viel zu früh dran, das war ein Fehler, liebe Hasel. Die hier ist also verwirrt aufgrund der milden Wintersituation. Eigentlich sollte der Hasenpollen jetzt noch ganz bestimmt nicht unterwegs sein, wo der Winter erst noch kommt. Ich vermute nämlich schwer, ein bisschen richtigen Winter, nicht viel, aber ein bisschen könnten wir eventuell noch bekommen. Gibt da, das hat jetzt nichts mit Survival zu tun, aber ich erzähle es trotzdem, es gibt da je nach Baumart verschiedene Strategien, beziehungsweise nach Gehölzart. Strauchhasel ist ja kein Baum, deswegen Strauchhasel. Und zwar gibt es da die Option, dass man nach Tageslänge geht oder nach Temperatur. Buche beispielsweise orientiert sich an der Tageslänge, die treibt erst wieder aus, wenn die Tage so und so lang sind. Das heißt, das wäre erst im April zu vermuten, dass die Buche wieder Laub bekommt, während hingegen andere Sachen wie die Hasel beispielsweise nach der Temperatur gehen. Wenn die lange genug, warm genug haben, dann denken die, es ist Frühling, legen los und dann kommt nochmal der Winter. Ja, also so gesehen derzeit vielleicht die Buchenstrategie die bessere. Hier habe ich jetzt auch mal einen kleinen Nadelholzgürtel. Das Problem ist hier, dieser Wald ist sehr, 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 sehr gut im forstwirtschaftlichen Sinne. Im forstwissenschaftlichen Sinne, aber hier haben wir einen kleinen Fichtenmonokulturgürtel, muss man sagen. Mehr ist es ja gar nicht. Da könnte ich jetzt noch Harz suchen, was ich jetzt auch tue. Aber gleich auch wieder ohne Kamera, weil ich muss mich ein bisschen beeilen und langsam und kann nicht jeden Scheiß kommentieren. Ne? Wenn ich was ich finde, sage ich es euch. Wenn nicht, hat sich sowieso erledigt. So, Harz habe ich mini, ein ganz paar winzige Brocken, die ich so baumschonend vom Baum abbrechen konnte, in super harter Konsistenz. Das Gute ist, kann man einfach in die Hosentasche stecken. Schlechte ist, ist nicht viel. Ne? Aber ein bisschen was gefunden. So, dann habe ich hier noch diese Feder eingesammelt, nur zum Zeigen. Hätte ich jetzt Verwendung für eine Feder, weil ich mir irgendwas, ja letztendlich einen Wurfspießen leichten oder tatsächlich Pfeile bauen wollen würde, wo ich dann Feder brauchen kann als Stabilisationshilfe im Flug, dann hätte ich jetzt eine gefunden. Federn, meiner Erfahrung nach, abseits von großen Gewässern, findet man die eher ziemlich selten und muss sich eigentlich freuen, wenn man mal was findet. Ne? Ich nehme die jetzt aber trotzdem nicht mit. Hui. Vielleicht freut sich irgendein Kind, wenn sie hier auf dem Weg liegt. Und weil ich werde mir keinen Bogen bauen. Das dauert zu lange und das ist mit meinem vorhandenen Werkzeug eine ziemliche Quälerei. So, jetzt muss ich hier durch die Brombeeren. Das ist nicht weiter schlimm, weil meine Hose sehr brombeerdicht ist. Nichts geht über die gute BW Moleskin Hose, wenn man bei uns im deutschen Wald unterwegs ist. Das ist wirklich die ideale deutscher Waldhose, weil sie halt relativ brombeersafe ist. Was mache ich jetzt hier? Warum gehe ich durch die Brombeeren? Naja, seht ihr gleich. Nämlich die bisher erste Birke, die ich gefunden habe. Sieht gut aus. Da kann ich ein kleines bisschen Birkenrinde mitnehmen, ohne auch wieder den Baum zu schädigen. Nur die aller äußerste Schicht, nur die kleinen Fätzchen, die sich sowieso von alleine lösen. Legal Survival ist anstrengend. Wenn es darauf nicht ankäme, könnte man mit dem Messer sich so viel runterziehen, wie man möchte. Scheißegal dann, aber haben wir ja nicht. Ne? Und nur mein Privatvergnügen und Trainingszweck allein ist meiner Meinung nach nicht genug Grund, um sinnlos Pflanzen zu beschädigen. Ja? Kommt darauf an, wie sehr man sie beschädigt. Aber ein Baum, eine Art, die wirklich sehr alt werden könnte, zu riskieren, dass die frühzeitig stirbt, halte ich auf jeden Fall für zu sehr beschädigt. Und deswegen wirke nur ganz, ganz vorsichtig. So, ich hole euch mal ran. Seht ihr? Hier hängen so einzelne Fätzchen ganz locker ab. Und die kann ich mir jetzt
darunter sammeln, ohne dass irgendein Schaden am Baum entsteht. Natürlich ist das mühsam und das dauert auch und da kommt auch nicht viel bei rum. Aber solange es wirklich nur die aller äußerste Schicht ist, das ist auch die, die am besten brennt, tue ich der Birke da nichts. Ne? Und das werde ich jetzt noch eine Weile tun, damit ich zumindest für mein Initialfeuerlein schon mal genügend Material zusammen habe. Gut, ich hatte natürlich auch noch diese völlig übertriebenen Ami-Ultra-Streichhölzer, die wir dann noch in Aktion sehen werden. Also mache ich mir keine Sorgen, dass ich nicht ein Feuer ankriege. Trotzdem, auf Nummer sicher gehen ist wichtig, weil ich habe ja nur zwei Streichhölzer. Eigentlich hätte ich nur eins mitnehmen sollen. Das hätte den Reiz noch ein bisschen erhöht, alles gut vorzubereiten. So, bis gleich. So, ich hoffe jetzt zumindest, dass ich nicht vom Zombie gefressen werde, dadurch, dass ich hier auf einem Nebenweg unterwegs bin. Ihr könnt da drüben in der Ferne könnt ihr den Hauptweg sehen. Das ist so der Primär-Spazierengehweg, wenn man hier so spazieren geht. Unten im Tal ist der Bach, wo ich mir Wasser geholt habe. Und meine Birkenrinden-Sammelaktion hat leider nur sehr, sehr wenig ergeben. Also für den Notfall, wenn ich sonst wirklich nichts mehr finde, würde ich es damit versuchen wollen. Wären aber darauf angewiesen, unbedingt sehr, sehr trockenes Anfeuerholz noch irgendwie auftreiben zu können. So, Bach da unten. Das Problem ist jetzt, ich sehe hier fast nicht den Weg ein. Das bedeutet, das Risiko, vom Zombie gefressen zu werden, ist hier schon relativ hoch. Zumal ich durch so ein Brombeergestrüpp nicht durch will. Ganz ehrlich, nee. Da sucht man sich dann schon einen besseren, einen vernünftigen Eingang, wenn man in sowas rein möchte. Selbst als Förster ist das ein bisschen zu viel des Guten. So, und da hätte ich jetzt zum Beispiel jetzt gerade eben nicht abhauen können. Hier könnte ich jetzt exemplarisch schon hochflüchten, sofern das dann notwendig werden sollte. Darunter auch eher schwierig. Und ich habe so ein kleines bisschen ein Problem mit der Vorstellung, dass mir ein sympathischer älterer Herr oder Ähnliches entgegenkommt beim Waldspaziergang und ich wie bekloppt vom Weg runter in den Bestand renne. Da habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten mit dieser Idee. So, ja, ansonsten hier gibt es nicht viel, das ist ein Laubmischwald, geringer Nadelbaumanteil, meistens Fichte, was drin steht. Klar könnte ich mir da noch ein bisschen mehr Harz suchen. Sieht aber alles gar nicht mal so gut aus. Also es sieht gut aus und deswegen schlecht für Harzsammler. weil da brauchst du ja einen kaputten Baum nach Möglichkeit. Etwas beschädigt. Ja, hier haben sie extra den Weg etwas eingeebnet, damit man nicht so einen riesen Hubbel hat. Haben sich hier durchgegraben. Ich weiß nicht, der Winkel meiner Kamera ist ja schon ein großer. Ich glaube, ihr könnt die Wände links und rechts vom Weg sehen. Gut, ich nähere mich einem hochgefährlichen Punkt hinsichtlich der Zombie-Problematik. Oho, aha. Hier nochmal ein kleiner Seitenbach. Das wäre zum Beispiel auch was Gutes, wenn man Trinkwasser haben wollen würde. Wäre der eigentlich prädestiniert, dass man sich da problemlos an Trinkwasser holen kann. Den würde ich noch als unkritischer ansprechen als den letzten, einfach weil da hinten, so mitten im Wald, da ist auch weit und breit nichts anderes als Wald. Da kann nichts anderes herkommen als Trinkwasser. Je größer der Bach, desto mehr Zuflüsse, ne? Das ist einer der Zuflüsse, dass der jetzt noch in irgendeiner Form kontaminiert ist. Das kann man eigentlich wirklich ausschließen. Und man hat ja auch noch eine wunderbare Möglichkeit anzusprechen, wie gut die Wasserqualität so sein könnte. Nämlich, hier kann man schön runter gucken. Seht ihr? Und das ist da relativ tief. Und man kann bis auf den Grund problemlos klar alles erkennen.
so klares Wasser, muss zwar nicht Trinkwasser sein, aber das Einzige, was das jetzt noch verunreinigt haben könnte, ne, eine Färbung ist auch nicht drin, gar nichts, wären dann wirklich irgendwelche Feind? Nein, kein Feind. irgendwelche Mikroorganismen. Aber da muss man ganz klar sagen, wo sollen die herkommen? Ein Organismus, der darauf spezialisiert ist, uns als Homo sapiens krank zu machen, der muss zumindest im Homo sapiens nahen Umfeld leben und da bleiben und sich da entwickeln, weil er ja darauf angewiesen ist, in uns zu leben, zur Vermehrung. So, und da oben, da gibt's uns nicht. Und die Chance, dass da oben also jemand mit irgendwelchen schlimmen Bakterien im Darm ins Wasser reingekackt hat, um es mal drastisch auszudrücken, und das mehrfach, und dass das dann nicht schon so lange her ist, dass es schon längst runtergespült ist in den Rhein, letztendlich in letzter Instanz, das ist einfach so unwahrscheinlich, dass ich hier auf bedingungslos, problemlos aus jedem Fall draus getrunken hätte. Brauche ich jetzt nicht, weil ich habe eben erst meinen Beutel leer gemacht und bin jetzt eigentlich ganz gut hydriert gerade. Wobei, so langsam, na, aber ich komme auch gleich noch zu einer anderen schönen Stelle, wo man auch noch mal gut trinken kann. Das werde ich dann da auch noch mal tun. Dann vielleicht auch noch mal ein bisschen was im Beutel mitnehmen, weil dann muss ich auf den Berg. Und das ist bekanntlich anstrengend. So, hier noch mal jede Menge Brombeere. Wenn es jetzt Brombeersaison wäre, hätte man da definitiv noch mal gute Chancen, ein bisschen was zu finden. Und hier haben sie jetzt ein großes Loch im Wald. Moment, ich gehe noch mal 5 Schritte und da, großes Loch im Wald. So eine Freifläche ist super interessant für, ja, verschiedene Kräuterchen, die da möglicherweise wachsen könnten. Leider ist die sehr frisch. Sehr, sehr frisch. Das heißt, die Kräuterchen müssten sich auch mal erstmal etablieren. Ja? Die müssten da ja auch erstmal hinkommen. Und bis vor kurzem war das noch ein geschlossener Waldbestand. Und deswegen kann ich mir den Weg, glaube ich, sparen. Das sieht man übrigens, man kriegt da so ein Auge für, wenn man sich damit auskennt, ob das jetzt eine frische Fläche ist oder nicht. Und da das sämtliche Holz noch da liegt und sämtlicher Schlagabraum noch da liegt, ist es auf jeden Fall eine frische Fläche. Aber da vorne ist jetzt eine Wegkreuzung, das heißt, die Chancen, dass mich da die Zombies abfangen und fressen, die sind durchaus gegeben. Das heißt, ich muss da relativ flott jetzt durch. Und deswegen schalte ich jetzt kurz mal in den Action-Modus und gehe in Deckung, bis da jemand aufkreuzt. So. Wie gesagt, Action-Modus. Schnell und leise. Die Brücke auf Khazad Dûm. Von Khazad Dûm natürlich. Okay, aber ich habe hier doch winterbedingt gute Fernsicht, und winterbedingt kann ich sagen, in nächster Zeit kommt hier keiner. Das heißt, unnötig Panik ist auch Quatsch. Ne? Also, gucken wir mal von der Brücke. Tada! Hier auch wieder eine gute Gelegenheit. Wasserqualitätseinschätzung. Ich glaube, ihr könnt sehen, das hat sich so ein bisschen Schaum in dem Riesenhaufen Laub, der sich da verfangen hat, gebildet, aber das ist wirklich minimal. Also schon alles richtig gemacht mit der Trinkwasseransprache. Hier weiter oben gibt es auch keinerlei Hinweise, dass das in irgendeiner Form negativ belastet sein könnte. So. Feind? Kein Feind. Dann muss ich jetzt da runter, weil da unten, da ist was.